Ein weiterer neuer Wing am Markt ist der PPC M1-L. So wie der von uns schon zuvor getestete M1 Wing, ist auch der M1L eine komplette Neukonstruktion, was den Frame, seine Materialzusammensetzung und auch den gesamten Shape angeht. Wir haben eine große Frontschlaufe, die steif genug ist, um hier wirklich gut den Wing führen zu können. Ausgestattet ist der M1L mit zwei Carbon-Handles. Diese sind durchgehend EVA ummantelt und haben eine wirklich angenehme Form zum Greifen. Der vordere Griff ist insgesamt etwas länger. Angestellt sind die beiden Griffe zueinander nicht. Und wie man hier auch sehr schön sieht, ist das Ganze montiert auf einer wirklich geraden Mittelstrut. Fronttube und Mittelstrut werden separat belüftet über konventionelle SUP-Ventile. Der mittlere Teil beim M1L besteht in der Fronttube aus einem Dyneema-Laminat und ab dem mittleren Bereich bis hin zu den Tipps ist die Fronttube aus Dacron gefertigt. Verschlossen ist die Fronttube mit einer Kedernaht mit zusätzlichem Webbing. Das Ganze ist von der Innenseite gedoppelt und doppelt vernäht. Als Flugtuch dient hier ein Mix aus einem Double- und einem Triple-Ripstop-Material mit einem sehr seidigen Coating. Also das Tuch fässt sich wirklich sehr schön und angenehm und auch robust an, muss man dazu sagen. Die Enden der Fronttube sind hier großzügig mit Kevlar-Materialien verstärkt. Also hier wird auch bei einer Skate-Session kein Abrieb stattfinden. Der M1L hat auch im Gegensatz zum zuvor getesteten M1 ein etwas tieferes Profil. Dieses liegt hier im mittleren Bereich. Abgestürzt wird das Profil durch ein Infill-Panel, was vorne und hinten leicht geöffnet ist. Aus dieser Ansicht wirken die Fenster rechts und links neben der Mittelstrut sehr klein. Diese sind aber trotzdem absolut effizient, weil genau dort die Blickrichtung des Fahrers oder der Fahrerin nach Lee ist. Die Abrisskante ist mit drei Kunststofflatten versehen, damit hier nichts flattert. Ansonsten sind die Randbereiche des Frames und die gesamte Abrisskante mit normalem Tuch verstärkt. Im Shorthorn ist der ganze Aufbau halt mehrlagig, sodass hier eine sehr steife Krafteinleitung stattfinden kann. In puncto perfekter Tuchspannung wurde über den gesamten Wing hier eine optimale Arbeit geleistet. Das Ganze ist wirklich absolut wie gemalt, total straff. Auffällig ist, dass das V über den Wing gesehen in der Trailing Edge etwas stärker ausfällt als in der Anströmkante. Zudem gehört der Wing hier auch zu den Modellen, bei dem die Fronttube eine etwas stärkere Feilung aufweist. Die Mittelstrut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Außenseite gedoppelt und vernäht. Und das normale Tuch findet man auch im Übergang der Fronttube zum Flugtuch als zusätzliche Doppelung. Beim ersten Kontakt mit dem PPC M1-L stellen wir fest, wir haben einen absolut Tip-to-Tip perfekt ausbalancierten Wing. Ein Schwingen von rechts nach links ist hier im normalen Bereich halt gar nicht festzustellen. Und auch beim Startvorgang zeigt sich der PPC M1L genauso wie der Hersteller es verspricht. Halt, wir haben einen wirklich guten Lift, der ist leicht abzurufen, auch weil die Balance von der Anströmkante zur Abrisskante ebenfalls absolut gleichmäßig und ausgewogen ist. Und wir haben mit einem mittleren Pumpvorgang ein effizientes Aufsteigen auf den Flügel. Hilfreich in manchen Situationen ist natürlich auch hier, dass man den Wing halt an dem vorderen Griff am hinteren Ende greifen kann und der trotzdem hier überhaupt keinerlei Zicken macht oder dergleichen, weil er einfach schön ausbalanciert ist. Insgesamt sind die Griffe sehr gut positioniert. Man hat in der mittleren Position beide Hände in der Mitte jedes Griffes, hat man den Wing sehr genau auf dem Druckpunkt und kann über den wirklich auch großen Sweet Spot
dieses Wings hier sehr schön kontrolliert den Wing steuern. Also bei 4 und 5 Quadratmeter bei uns im Test haben wir auch keinerlei Ticken der Fronttube nach Luft. Das Profil des PPC M1-L zieht willig nach Luft. Es ist hier für jedermann oder jeder Frau halt wirklich kein Problem, sehr gut höher zu laufen. Auch im Vergleich mit den anderen Wings, die wir zur gleichen Zeit hatten, wie einem Unit oder einem Nash ADX, sind wir hier auf einem wirklich sehr, sehr hohen Level gelandet. Und auch in puncto Geschwindigkeit gehört dieser Wing hier wirklich zu den schnellsten Allround-Wings, die wir hier am Markt vorfinden. Wir haben mal verglichen, beim Unit haben wir gemessen mit einem absolut identischen Setup, gleicher Flügel, gleiches Board, gleicher Fahrer, identische Bedingungen, hatten wir 43 km/h. Mit dem Unit PPC M1-L hatten wir 46 km/h, was wirklich schon ordentlich ist. Bei allen Manövern, ob durch den Wind oder gegen den Wind, liefert er grundsolide wirklich gute Leistungen ab. Er hat aber den Effekt, dass man ihn im Manöver insgesamt halt etwas führen muss, damit er halt im Kurvenausgang auch dann wieder wirklich genau die exakt richtige Position annehmen kann, dass er hier die optimale Strömung hier gleich wieder anliegt. Das sind halt Punkte, die zum Beispiel halt ein Duoton Unit, ein neuer, oder der neue Aura 3 hier wie selbstverständlich erledigen. Da muss man halt ein klein wenig mehr führen. Das ist aber grundsätzlich kein störender Effekt, nur halt einfach ein Unterschied halt wirklich zwischen den Wings. Insgesamt sind die notwendigen physischen Kräfte im geringen bis mittleren Bereich beim PPC M1-L. So eignet sich dieser Wing auch wirklich in allen Könnenstufen, auch für die absolut leichteren Gewichtsklassen. Der Absprung gelingt beim M1-L aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit sehr gut. Wir haben aber nicht genau die gleiche Tragkraft von der Hangtime wie bei einem Unit, der wirklich außergewöhnlich gut schwebt. Das macht hier auch der hauseigene M1, also ohne das Strich L, deutlich besser, weil er halt auch natürlich klar mehr für Freestyle ausgelegt ist. Man merkt es auch in den technischen Manövern, wo der Wing geführt werden muss bei der Rotation, ist hier insgesamt etwas mehr Kraftaufwand erforderlich. Beim Foilen in der Welle schlägt sich der PPC M1-L exzellent, weil er ebenfalls wie das restliche Balance-Feeling sich auch hier nicht wirklich aufschwingt. Und nur wenn die Welle hier nach Luft gesurft wird, dann flattert die Hinterkante ein wenig, sodass man merkt, da erhöht sich der Drag ein klein bisschen mehr als vielleicht bei dem anderen ein oder anderen spezialisierten Wave Wing. Nichtsdestotrotz ist er auch in der Welle sehr gut einsetzbar, weil er sich einfach an der Fronthändel, die sehr schön geformt ist, steif genug ist, sich exzellent führen lässt. Und er hat halt einfach ein sehr schönes, ruhiges, ausbalanciertes Feeling. Und das bringt hier insgesamt sehr viel Spaß. Wenn auch, muss man dazu sagen, der M1, also ohne Strich L, hier einen noch etwas besseren Job gemacht hat, aber der ist ja auch insgesamt halt der eher performance-orientierte Wing in der Palette. Kommen wir zum Fazit. PPC ist halt ein Label, was schon sehr lange auf dem Wingfoil-Markt existiert. Wir haben hier die dritte Generation, denke ich, von Wings. Und schon beim M1 im Test hat sich hier herausgestellt, das sind wirklich sehr, sehr gute auskonstruierte Wings. Beim M1-L merkt man
die exzellente Balance. Man hat ein Profil, was wirklich sehr schnell ist von der Geschwindigkeit. Das ist leicht abzurufen. Der Einsteiger bekommt einen guten Lift zum Aufstehen. Es ist unkompliziert damit anzupumpen, weil der Sweet Spot ist insgesamt recht groß. Also man braucht da nicht so einen super tiefen Raumschuttwinkel, um loszukommen. Der hat auch schon ein bisschen Grundzug. Und er ist insgesamt halt schön ausbalanciert und dadurch grundsätzlich leicht zu benutzen. Man merkt nur den klitzekleinen Unterschied, wenn man in die Performance-Spitzen beim Wingfoilen hinein will. Zum Beispiel bei sehr schnellen Drehungen im Manöverhandling oder bei schnellen Rotationen beim Freestyle. Da spürt man, dass die Anströmkante hat ein geringeres V als die Abströmkante. Und da merkt man, dass man immer wieder ein klein bisschen mehr Führung für diesen Wing benötigt als vielleicht bei dem ein oder anderen Modell. Nichtsdestotrotz ist er ein absolut moderner Wing mit Fahrleistung auf einem absolut sehr hohen Level und er kann hier auch ohne weiteres halt in der obersten Liga mitspielen. Dazu kommt, dass wir mit dem Preis bei 5 Quadratmeter haben wir einen Verkaufspreis von 1299 Euro angesichts einer sehr steifen Materialkombination. Und das Ganze ist auch richtig alles eingesetzt an den richtigen Stellen. Wir haben optimal positionierte Fenster mit einer guten Durchsicht und eine hervorragende Tuchspannung. Also da gibt es wirklich kaum einen Wunsch, der hier offen bleibt. Die Carbongriffe und die Ummantelung sind wirklich absolut handschonend und gut zu greifen. Also für uns gehört der PPC M1-L absolut zu den Spitzen Around Wings.